Servus und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord mit mir, dem Eagle, und mit der Tochter des Wolfs, die sich aktuell in der Burg Kalios aufhält. Ja, erstmal folgendes: Ich habe mich in der letzten Folge, war es glaube ich, gewundert, dass ich nur 7 Begleiter habe. Ich habe jetzt den Grund dafür herausgefunden. Ach, Mann. Wir haben offensichtlich Hildegard die Enteignete verloren. Sie starb im Jahr 1092 mit 36 im Kampf. Sie galt als ehrenwert. Das ist ein wirklich herber Verlust. Ihr seht es ja an den Werten. Die Frau war wirklich, wirklich gut. Ich weiß nicht, in welcher Schlacht es passiert ist. Ich habe es vielleicht überlesen oder ich habe die Nachricht nicht bekommen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe mich noch gewundert, weil ich mir gedacht habe, Alter, ich hatte doch schon 7 Begleiter, als ich noch einen weiteren bekommen habe. Und ja, offensichtlich haben wir sie verloren. So, ich habe jetzt allgemein mal das Gefährtenlimit angehoben auf 30. Ich glaube, das reicht. Ich will mir nur nicht ständig Gedanken über dieses blöde Limit machen müssen. Wenn ich neue Leute finde, die ich für mich einstellen kann, dann werde ich das tun. Ganz simple Kiste. So, wir haben es schon schwer genug. Jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal Folgendes. Wir haben einige Titel, die wir jetzt annektieren können. Und zwar können wir das hier sehen. Wo haben wir es? Wir haben ja ein paar Titel. Genau, wir haben hier ein paar Titel schon ein Jahr lang gerechtfertigt. Und da werden wir jetzt einen Titel usurpieren. Making you the lawful ruler of this title. Ja, ist mir egal, ja. Verringert die Reputation des Clans. Um wie viel ist nur die Frage. Ach, wir sind schon Clan Rang 6. Ja, dann kann mir eh alles egal sein. Aber das heißt auch eigentlich, das Spiel sagt uns damit auch eigentlich, es ist jetzt soweit. Es ist eigentlich jetzt an der Zeit, ein Königreich auszurufen, wenn wir mal ehrlich sind. Hier wird alles geclaimed. Ganze Scheiße hier. Da, usurpieren, meins. Claim. So, genau. So machen wir das jetzt nämlich. Und hier können wir noch was machen. Hier können wir auch nochmal claimen. Das ist mir sowas von egal. Die können mich eh alle nicht leiden. Deswegen sehe ich das vergleichsweise entspannt. Hier, claim. So. Und wisst ihr was? Ich gehe jetzt in den totalen Krieg. Es ist mir jetzt scheißegal. Wir werden jetzt das Königreich ausrufen. Vielleicht ist es zu früh. Vielleicht kriegen wir jetzt den Beatdown unseres Lebens. Aber wir sind Clan Rang 6. Es geht nicht weiter nach oben. Wir haben eine großartige Familie. Unsere Nachfolge ist gesichert. Es ist Zeit. Es ist im Grunde Zeit, dass wir jetzt das tun, was wir schon einmal mit dem Wolf getan haben. Und zwar das Königreich Lupinia wieder zu beleben. Und ich werde dafür nach Garland gehen, um es dem Wolf selber zu sagen, was wir tun werden. Der freut sich bestimmt. Ja, es ist einfach jetzt, es ist jetzt Zeit. Obwohl wir uns das letzte Mal, glaube ich, sehr viel mehr Zeit gelassen haben damit. Ah, toll, jetzt war da wieder ein Bug, es tut mir leid. Das ist jetzt hier bei Minute 3. Okay, muss ich mir nur merken für nachher zum Rausschneiden. Super, danke. Danke, Spiel. Ich liebe das. Ich weiß auch nicht, was das für ein Bug ist. Aber Gott sei Dank schmeißt es mich nicht komplett aus dem Spiel raus. Deswegen kann ich das immer schön rausschneiden. Was wollte ich machen? Ach so, ja richtig. Hier, Königreich ausrufen und so weiter. Hier. Servus, Wolfi. Peace to you. Also dann. Wie ich höre, habt ihr die Festung von Burg Kalios eingenommen. Ein guter Schlag. Es ist an der Zeit für einen gewaltigen Schritt. Es ist an der Zeit, ein neues Königreich auszurufen. Wessen sollen wir verwenden? Die Sprache und Gesetze der Batania. Ich glaube, es ist klar, wie wir das nennen. Wie einst, so jetzt. Lupinia. Und
damit haben wir auch noch ein Achievement bekommen. Wie schön. Ich liebe es, wie alle so drumherum stehen. Also, am vierten Tag im Winter 1092 hat Sophia Bantjarna of Jakulan die Gründung eines neuen Reiches namens Lupinia verkündet. Sehr, sehr schön. So. The family will be able to vote in elections. Okay. Moment mal. Sturgeon Deserters. Ich muss mir das gleich nochmal angucken hier, mit wem ich da jetzt alles... Ich bin offensichtlich mit sehr, sehr vielen Leuten im Krieg. Ich muss mir das gerade nochmal kurz angucken, mit wem alles. Es geht eigentlich. Es geht. Warte mal. Königreiche? Ja, Lupinia ist jetzt auch mit dabei. Ach, schön. Schön. Ja, sehr, sehr gut. Okay, wir sind im Krieg mit Royalist Flandia, mit den Outcasts in Madman. Okay, also mit anderen Worten, wir sind im Grunde mit genau den Leuten im Krieg, mit denen wir eh schon im Krieg wären. Was ist denn Empire of Corenio? Hä? Why? Warum sind wir mit euch im Krieg? Hä? Wieso? Wo ist überhaupt die Burg Onika? Das ralle ich jetzt gerade nicht, aber gut, ist mir jetzt auch wurscht. Schön. Das heißt, es müsste jetzt aber eigentlich auch möglich sein... Hier, ihr wisst schon. Hier, Ritter und so weiter zu schlagen. Basimit? Schauen wir mal. I'm yours to command. So. Was haben wir denn da? So, ich möchte euch für eure Dienste belohnen. Vielen Dank, meine Dame. Darüber habe ich oft nachgedacht. Hätte ich ein Lehen mit Einnahmen und vielleicht noch einen Titel, könnte ich heiraten und meinen Besitz, meinen Nachkommen vererben. Natürlich könnte ich Truppen aufstellen, um bei der Verteidigung des Reiches zu helfen. Wohl wahr. Habt euer Blut für mich vergossen, habt ein eigenes Lehen verdient. Was wollen wir ihm geben, Basimit? Ich würde sagen, wir geben ihm die Burg Vereksand. Das haben wir als erstes, das hat er ja auch schon mal eine Zeit lang regiert gehabt. Und deswegen wäre es eigentlich nur fair, wenn er das bekäme. Burg Vereksand. Seine große Ehre, meine Fürstin. Ich werde bis zum allerletzten Atemzug beschützen. Okay. Ah, okay, und man zahlt dafür Geld. Okay. So, ah, jetzt müssen wir uns noch einen Clan-Namen ausdenken. Stimmt ja, da war ja was. Das müssen wir uns jetzt überlegen. Ich denke gerade nach. Volp ist ja unser Name. Das heißt übrigens italienisch für Fuchs. Das finde ich immer noch sehr interessant. Was ist denn, wenn wir jetzt sagen mal... Ich meine, das ist ein... Im Grunde, es ist ein Araber. Naja, gut, Volp de Deserto, das wäre der Wüstenfuchs. Warte mal, jetzt lass mal überlegen. Was gibt's denn sonst noch so? Ich denke gerade, was gibt's sonst noch für Viecher in der Wüste? Das ist gar nicht so einfach hier. Warte mal, hier. Ich glaube, ich hab's gefunden. Ich hab gerade nur das Handy da offen und guck gerade mal rein. Ach komm. Weißt du was? Ich weiß, Wüstenhörnchen klingt jetzt auch irgendwie albern, aber komm, ganz ehrlich. Das ist der Clan... Scoiatolo. Scoiatolo, das heißt das Eichhörnchen auf Italienisch anscheinend. Finde ich echt süß, muss ich sagen. Jetzt fände ich es noch geil, wenn der wirklich jetzt ein Eichhörnchen im Wappen hat. So, jetzt gucken wir mal. Und jetzt haben wir einen Gefährten weniger, klar. Aber jetzt schauen wir mal. Hof. Ach du liebe Zeit. Oh. Moment mal. Das ist irgendwie ein komisches Symbol, muss ich sagen. Aber okay, von mir aus. Clanstärke 0, Clanvermögen. Aha, okay.
Sonstiges. Ah, wir müssen im Königreich, glaube ich, da mal schauen hier. Ah, ja. Okay. Gut. Ja, ich glaube, es ist besser so, wenn wir das jetzt machen. Dann die Burg Kalius können wir auch noch wem geben. Wir haben genug Einfluss, wir können uns das also alles leisten. Morwena, die Heldin. Wer hat denn die besten Stats hier für Vogts? Ich glaube, Morwena, die Heldin, ist die nächste, der wir was geben werden. Genau. Komm mal her. I await your orders. So. Dir geben wir die Burg Kalius. So. Morwena die Heldin. Ja, was geben wir der denn für einen Namen? Das ist eine gute Frage. Also wir haben jetzt das Eichhörnchen in unserem Königreich. Was haben wir denn sonst noch für nette Tiere? Ach komm. Da haben wir hier Kervo, der Hirsch. Na also. Dann schauen wir mal. Modest, Noble, Regal. Ach so. Ja, von mir aus dann kostet es halt etwas mehr. Genug Diener. Genug. Wir machen jetzt überall erst einmal genug. Privy Council. Also ich bin gerade völlig geflasht, wie viel es hier zu regeln gibt, Alter. Nein! Oh, das ist ja großartig. Es hat auch noch den richtigen, hier das richtige Symbol rausgesucht. Das ist jetzt aber ein richtig lustiger Zufall. Ach, schön. Ach Mensch, das freut mich. Gut, Morwena. Dann schau mal, dass das hier alles zu deiner Zufriedenheit verläuft. So, was ist das? Was ist denn das alles? Um Gottes Willen, Privy Council. Wow. Oh, okay. Warte mal, woran? Führung und Taktik. Corain kann das machen. Gut, Corain. Dann machst du das jetzt. Dann, was haben wir hier? Vogt und Handel. Das ist doch was. Oh ja, Taiping. Come on, do this. Sehr, sehr gut. Dann haben wir Ausstrahlung und Lordship. Wer ist dafür geeignet? Oh, der Wolf. Da hat er auch mal eine sinnvolle Aufgabe hier. Sehr, sehr gut. Dann Gaunerei und Lordship. Das wäre eigentlich auch was für einen Wolf, ne? Wenn ich so drüber nachdenke. Warte mal. Wenn ich so drüber nachdenke. Es gibt da wirklich keinen, der das so gut könnte wie. Ja, also der Wolf ist ja da völlig überqualifiziert für den Job. Alter. Koldo der Schlechter. Nee. Nee, das ist alles nix. Die können das alle nicht. Nee, wirklich nicht. Was haben wir hier? 58%, 61%. Ah, Katwin der Häscher könnte das machen. 107%. Ja, ich glaube, besser wird's nicht. Katwin, das machst du. Was haben wir hier? Lordship and Vogt. Was? Ehemann. Ja gut, das kann er nur eher machen. Ja klar, wer soll diese Aufgabe auch sonst machen hier? Okay, ja, doch, das sieht soweit ganz gut aus. Interessant. Also das ist gerade mega interessant und mega komplex. Okay, aber das ist soweit in Ordnung. So, wie sieht es mit dem Geld aus? Geld geht runter, ist aber immer noch im Rahmen. Also wir haben genug Geld. Jakulan und Garland, das gehört uns noch. Ich überlege gerade, will ich noch irgendjemanden aus meinem Clan? Will ich noch einen beschenken? Gäbe es noch jemanden, von dem ich sagen würde, Mensch, das wäre jetzt eigentlich super, wenn der ein Lehen bekommen würde. Aktuell sieht es mir nicht danach aus. Jetzt muss man gerade mal kurz bei mir gucken. Okay, ich mache jetzt wieder den Quartiermeister. Das heißt aber logischerweise auch, ich habe jetzt zu viele Leute dabei. Deswegen werde ich jetzt nochmal hier kurz zur Festung gehen.
Garnison verwalten. Und da schmeiße ich dann alle raus, die hier nicht reingehören, ne? Wir kennen das ja. Ja, keine Ahnung. Alles, was halt so Kleinvieh ist quasi, kommt alles erstmal weg. Oh, was war das denn? Was haben wir jetzt weggedrückt? Ah, wölfischer Armbrustschütze, wölfischer Wachsoldat. Zack, jawollo, das sieht doch gut aus. Und hire hostesses for a big party? Das klingt ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich geil. Machen wir mal. Komm. Peace to you. Da feiern wir mal unser Königreich. Ach, Broik. Du bist auch ein treuer Freund. Aber du bist leider, was Vogt angeht, eine ziemliche Niete. Deswegen kann ich dich jetzt leider nicht beschenken. Außerdem brauche ich dich ja noch. Also, Broik. Bist du sicher, dass das angemessen ist für diese Party hier? Ich frag ja nur. Okay. Ach. Ach so, das sind hier unsere Truppen. Ah, okay. Ach so, und das hier sind irgendwie... Wait, what? Warum siehst du so aus? I'm yours to command. Der Überfall auf Coronat. Das trifft die Bauern schwer, aber Royalist Flanians hätten uns gewiss dasselbe angetan. Ja, das stimmt allerdings. Okay, interessant. Okay, das ist... Also man kann hier eine Party feiern. In dem Sinne ist zwar ganz nett, aber jetzt auch nicht so... Ja, okay, wir haben hier lauter Post... Ach, deswegen! Du Schlingel! So, Broik! Ja, keine Sorge, irgendwann beschenke ich dich schon noch mit einem Lehen, damit du dich hier mit einer eigenen Familie niederlassen kannst. Aber ganz ehrlich, vorher kannst du hier mit den Frauen da dich vergnügen. Was ist hier los? Achso, das ist hier... sind hier unsere Leute. Ach, das ist ja nett. Also, finde ich ja ganz amüsant. Gehen wir mal hier durch die Gebiete hier von unserer Burg. Wo geht's denn da rauf? Ich finde das echt cool jetzt gerade. So, es ist mal was anderes. Ach! Du hast gar nicht deinen Helm auf. Ist aber gefährlich, gell? Das ist aber echt ganz cool, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hier ist der Balkon. Ich muss zu meinem Volk sprechen. Schön. Nein, doch, ganz nett. Okay, das waren jetzt 3000 zwar irgendwo in den Sand gesetzt, aber komm, scheiß drauf. Das sieht soweit ganz gut aus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter und machen hier mal ein bisschen Stress. Schauen wir uns gerade mal an. Wie sieht's aus? My Lord, hear my plan. Was? I will do my duty. I need you to reinforce a garrison. I need you to form an army and lay siege to an enemy settlement. Ah, man kann denen jetzt auch konkret Befehle erteilen. Oh mein Gott, die AI wird ja regelrecht nützlich dadurch. Ist gut. Aber schön. I would like to dedicate... Ach komm, das können wir machen. Ach nett, jetzt mag sie mich sogar. Sehr gut. Macht gut. Empire of Coroneus gibt es nicht mehr. Okay. Da bin ich jetzt untröstlich. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt mal gucken. Mit wem sind wir jetzt im Krieg hier? Empire of Coroneus, die es aber nicht mehr gibt. Okay. Interessant. Warte mal, was für Gefangene haben wir noch dabei? Ach so, wir haben noch Gefangene dabei. Sorry, muss ich gerade mal aufsammeln, das geht ja so nicht. Hier, zum Tavernenbezirk, Gefangene verticken, so. Und gehen wir mal in die Schmiede, komm. Ach so, der ist wieder nicht bei Kräften, der arme Mann. Beziehungsweise, wir können hier gerade mal kurz noch Zeug verarbeiten, oder? Nicht? Moment. Habe ich etwa aus Versehen das Hartholz verkauft? Nee, oder? Nö. Habe ich kein Hartholz mehr? Oh, nö. Okay, muss ich mir wieder Hartholz holen. Das hilft ja nichts.
Mann, 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 Mann. Okay. Also, wir sind jetzt im Krieg mit Vlandia, auch ganz offiziell. Garland is now the capital of Lupinia. Das ist natürlich schön. Jakuland wäre vielleicht noch ein Ticken besser gewesen, aber komm, scheiß drauf. Das ist mir jetzt auch schon wurscht. Wie gesagt, ich will jetzt auch gar... Ich will eigentlich denen gar keine Siedlungen mehr abnehmen, sondern ich will die einfach nur ein bisschen drangsalieren hier. Okay. Das sieht soweit ganz gut aus. Wie viel sitzt da drin? 500. Ja, das sind mir zu viele. Wisst ihr was? Ich plündere jetzt deren scheiß Dörfer da. Das ist mir jetzt wurscht. Entsende Truppen. Rein da. Gefangene werden gemacht. Natürlich. Dann, was haben wir hier? 4 Saumpferde. Der Rest ist Bullshit. Jetzt wird hier erstmal schön geplündert, wie sich das eben gehört. Ah, nice. Was man da nicht alles kriegt hier. Das ist ja herrlich. Deswegen, also. Ja, nochmal Geld gefunden. Das ist natürlich toll. Na komm, gleich sind wir fertig. Sehr gut. Das war das Dorf hier. Dann gehen wir mal hier weiter. Feindselige Aktion. Wir überfallen das Dorf. Ganz easy. Tor hilft uns auch noch ein bisschen. Ja, Geld. I like Geld. Oh. Ah, sieht gut aus, sieht gut aus. Also so ein bisschen rumtrollen, das kann man ja immer ganz schön da. Finde ich großartig. Ich habe schon den König hier von Cortanian Vlandia gesehen. War Duration. Ah, durch die Kriegsdauer kriegen wir auch noch ein bisschen, okay. Was haben wir hier? However. Jawohl. Euch machen wir kurz mal alle. I yield. Du bist mein Gefangener, das wissen wir ja bereits. Deine Leute kommen auch noch mit. Sehr schön. Ich freue mich. Ich freue mich, das macht gerade Spaß. Und jetzt speichere ich da auch noch, okay. So ein bisschen rumdrollen ist immer schön. So, jetzt gehen wir mal nach oben. Beziehungsweise erstmal nochmal hier zurück nach Jakulan. Vielleicht. Wäre dann doch relativ wichtig, damit wir hier die... okay. Thor trollt hier ein bisschen in der Gegend rum bei Sargoth. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt lass uns mal kurz was schauen. Gehen wir mal zum Tavernenbezirk. Wir verkaufen die Gefangenen. Das war jetzt gerade einer der Anführer. Das war jetzt gerade ein bisschen dumm, aber egal. Komm, den nehmen wir halt nochmal gefangen. Das ist jetzt nicht so wild. So, wir nehmen die Sachen hier alle weg. Zack. Und, ach, das Kriegskamel sollten wir jetzt vielleicht nicht verkaufen, aber hier. So, habt ihr denn irgendwas für mich? Irgendwas Sinnvolles? Leider nicht, schade. Gut. Truppen rekrutieren. Brauchen wir Truppen? Oh ja. Also, brauchen wir, können welche mitnehmen. Zack, 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 zack. Jetzt noch 4 Leute. Yes. Character. Taiping kriegt einen Punkt. Kriegt auch noch 3 weitere Punkte hier. Komm. Taktik. Lupus kriegt einen Punkt in Gaunerei. Narbengesicht. Ich krieg auch noch einen. Okay. Meister Planung, Meister Kriegskunst. Ach komm. Nahrungsverbrauch ist bei mir eigentlich nie ein Problem. Hm. Helfende Hände oder Kampf erprobt? Ach komm. Helfende Hände. Wer weiß, wofür es gut ist. Medi und Zini. Zähne zusammenbeißen. Ab dafür.
Sehr gut. Und jetzt gehen wir wieder. Oh, oh, der Todauge. Der wird jetzt eine ganz harte Zeit haben. So, den nehmen wir mal kurz gefangen. Arme Sau. Okay, komm. Now, ja. Come no closer. Forgive me. Ja. Oh, ho, ho, sehr schön. Ja, komm. Oh, das sind zwei Lords in der Armee. Oh, das ist massiv. Wollen wir Truppen? Ja, komm, wir entsenden Truppen. Dafür brauchen wir jetzt nicht irgendwas machen. Oh. Da ist auch noch ein Lord im Kampf gefallen. Das ist natürlich bitter. Das tut mir jetzt ehrlich leid. Das war nicht so gemeint. Ich kann doch auch nichts dafür, wenn er sich einfach so blöd auf die Klinge schmeißt. Ja, komm. Hau den Bums weg. Now then. Tod vor Ehrlosigkeit, ja. I healed. Du kommst mit, Kumpel. Du hattest jetzt einfach Pech. Richtig hart Pech. So. Gib mir dein Zeug. Dankeschön. So. Da ist hier der... Ah, da ist ja der... Da ist der König. Es ist der König von Flandia. Kriegen wir dich? Nein, wir kriegen dich nicht, du feiges Stück Scheiße. Entschuldigung, ich rede nicht mehr Französisch. Das tut ja körperlich weh. Zack. Jawollo, dankeschön. Und wir nehmen das Zeug. Und dankeschön. So, wir gehen mal zurück nach Jakulan. Das gefällt mir bis jetzt richtig, richtig gut. Eieiei. Wir müssen außerdem noch das Haus de Merok auslöschen. Das ist ja klar. Das muss ganz dringend sein. Erst einmal die Gefahr. Jetzt hätte ich fast alle Gefangenen verkauft. Nein. Der bleibt hier. Der kommt in den Knast. Hier. Zum Verlies gehen. Guck mal. Da sind schon zwei deiner Kumpels. Hier. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann schauen wir mal hier beim Handeln. Ob wir da noch irgendwas Sinnvolles tun können. Oh. Hier gibt's Hartholz. Sehr, sehr geil. Wird sofort gekauft. Dann gehen wir mal in die Schmiede. Wird erst einmal verarbeitet hier. Jawohl. Ah, Broik ist leider immer noch ein bisschen kaputt. Wir bleiben mal kurz hier. Ja, finde ich schön, dass die hier alle sich so einbringen. Können wir jetzt eigentlich hier noch, wenn wir auf Banner Kings gehen, können wir da eigentlich noch irgendwas machen? Claim. 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 Ei. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. So. Herzog von Jakulan, Herzog von Garland und so weiter. Das werden wir in einem Jahr usurpieren hier. Genau, genau. Nein, das sieht sehr, sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Wir usurpieren den ganzen Bums hier für uns selber. Muss echt sagen, ein bisschen schade finde ich es nur, dass die einfarbig sind, die Banner. Dass die nicht so wie wir zweifarbig sind. Obwohl, andererseits, ich weiß gar nicht, kann man bei denen die Bannerfarbe verändern? Geht das? Warte mal, hier Königreich. Geht das theoretisch? Clans? Scoiatolo, können wir was machen damit? Ach so, wir können den Geld spenden. Weißt du was? Wir spenden denen mal ein bisschen was. Damit die hier alle... Ich meine, die mögen uns sowieso, aber... Einfach damit die hier ein bisschen Starthilfe bekommen, ne? So. Aber ganz ehrlich, wir haben nur was davon. Das ist auch, glaube ich, das, was ich für den Run jetzt machen werde hier fürs Königreich. Ich werde keine Clans auf meine Seite ziehen. Keine. Überhaupt keine. Ich werde Clans quasi aus meinen eigenen Reihen hochziehen. Das ist sozusagen, wenn wir in der Lore bleiben wollen, das ist die Lektion, die die Tochter hier des Wolfs von ihrem Vater gelernt hat. Von wegen, es bringt eigentlich nichts, wenn man Leute
hier zu Fürsten und so weiter macht, die eigentlich, die eben nicht aus den eigenen Reihen kommen, weil die sich im Zweifel gegen einen wenden. So, jetzt müssen wir gerade mal schauen. Wir können jetzt erst einmal hier Gesetze machen. Stimmt, das hätte ich vielleicht machen sollen, als es noch keinen gab, der mich hier irgendwie überstimmen könnte. Gesetzessprecher, Bezirke, Feudalerbe. Kosten einem klaren Lehen zu entziehen, werden verdoppelt. Ist mir sowas von egal, was ihr davon haltet. Bürgerschaft. Viele Reiche machen aber mehr Treue für Siedlungen. Achso, oh. Schuldenerlass, Volkstribun. Ja, komm. Wir brauchen nicht so viele Steuern. Treue der Stadt steigt um 1, das ist gut. Dann machen wir das nämlich direkt hier. So, Magistrate. Sicherheit der Stadt steigt, Besteuerung sinkt. Machen wir das lieber gleich alles jetzt, damit wir im späteren Verlauf dann damit nicht mehr rechnen müssen. Wir kriegen trotzdem noch genug Geld. Marschälle, Adlinge, okay, der Einfluss des herrschenden Clans wird um 1 verringert. Nein. Militärische Krone. Das nehmen wir, das ist gut. Das nehmen wir, jawohl. Dann Geheimrat des Fürsten. Senat, was haben wir hier? Landzuteilung für Veteranen. Nee, königliches Privileg. Wird der Herrscher durch ein königliches Dekret der Volksentscheid überstimmt, werden dafür weniger als 20% Einflusskosten berechnet. Das nehmen wir direkt. Königliches Privileg. Sowas muss man mitnehmen. Dann Wegezoll, Nähe, Leibeigenschaft, Land im Besitz der Armen. Der herrschende Clan zahlt 50% weniger Einflusskosten für den Vorschlag einer Siedlungsannektierung. Gibt keine Nachteile, führen wir ein. Ist gut. Es gibt so ein paar Gesetze, die muss man eigentlich immer dabei haben, weil sie einfach super sind. Limited Army Privilege. Only Crown Marshal or Lords with Duke Title or higher may create armies. Army Influence Costs increased by 30%. Army Members receive... Oh, ach so, okay, da gibt es dann nur noch ganz wenige, die Armeen erstellen können. Bringt uns aktuell nichts, weil wir ja im Moment der Einzige sind. Vertreter. Adlige haben das Recht, Vertreter zu ernennen. Adelsgefolge. Oh, ja, 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 ja. Ich will mehr Leute mitnehmen können, definitiv. Ja, natürlich. Oh, geil. Hä? Wurde vom Großteil des Rates abgelehnt? Es hieß Zweidrittelmehrheit. Penner. Burgbaukosten werden um 20% gesenkt. Alter, das ist ja voll der geile Shit hier. Nehme ich alles mit? Ja, natürlich. Warum habe ich das nicht sofort gemacht? Wurde vom Großteil des Rates abgelehnt? Was hat denn der Rat jetzt wieder für ein Problem? Grundsteuer. Ja. Ich hätte gerne eine Grundsteuer. Ja, das wäre ganz gut. Ich mag Geld. Adelstand. Weiderechte. Was? Bei Königin-Dekreten haben doppelte Auswirkungen. Das ist mir egal. Ich mache das jetzt, aber ich kann ja hier wie ein Diktator quasi den Laden hier schmeißen. Verehrte Hoheit. Ja, das ist sehr, sehr geil. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Gott sei Dank haben wir so viel Einfluss angespart. Pflicht gegenüber der Krone. Jawohl. Ja, aber natürlich. Sowas muss doch sein. Das machen wir gerne. Königliche Wache. Ja, oh, um 60 erhöhte Truppengröße. Das ist ja der Shit. Das ist ja einfach, also völlig, völlig irre. Königliche Aufträge. Armeen, die sind zusammen. Weiderechte. Okay, nee, Staatsmonopole. Söldner des Königs. Währung abwerten. Kriegssteuer. Nee, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ausländische Staatsbürgerschaft. Warte. Ja, aktuell bringt's das noch. Weil wir kontrollieren noch kein batanianisches Gebiet. Deswegen bringt's das noch. Dann machen wir erstmal ausländische Staatsbürgerschaft. Geschworenengericht. Treue der Siedlung steigt täglich. Okay, Clans verlieren täglich einen Einfluss. Mache ich einfach. Wie gesagt, das sind so Sachen, die sind im Moment jetzt nicht so wild.
Jetzt können wir noch vergleichsweise ungestört hier schalten und walten. Bürgerschaft, Schuldenerlass, Marschälle, Geheimrat des Fürsten, Senat, Landzuteilung für Veteranen, Qualität der Miliz steigt um 10%. Bringt das sehr viel? Nicht wirklich, ne? Vertreter. Ja. Das ist sehr gut. Vertreter ist gut. Vertreter nehme ich gerne mit. Wie gesagt, es ist mir sowas von egal, ob die jetzt sagen, das ist doof. Treue der Siedlung steigt um 0,5. Königliche Aufträge. Ja. Das nehmen wir noch. Königliche Aufträge klingt gut. So. Anscheinend, der Rat ist anscheinend ständig gegen mich, aber... sollen sie mal nicht so anstellen. Wie sind die Beziehungen eigentlich? 100. 100. Okay. Also alles super. Aber das ist ja wirklich lustig, dass ich Hirsch als Hirsch auf Italienisch eingegeben habe. Und dann hat die halt wirklich einen Hirsch im Wappen. Lustig wäre es gewesen, wenn er jetzt noch ein Eichhörnchen hätte. Ich überlege gerade, ob ich das eventuell vielleicht sogar... ich bräuchte eine Mod, mit der ich kurz den Spieler quasi ändern kann. Das müsste ich mal ausprobieren. Vielleicht kann ich das sogar... mal gucken. Weil ansonsten würde ich dem ein Eichhörnchen ins Wappen machen, wenn ich das irgendwie schaffe. Aber so ist es ja noch okay. Soweit, so klar. Gut. Ich würde fast sagen, für den heutigen Part war es das eigentlich schon wieder. Ich weiß, es ist jetzt in Anführungszeichen nur 37 Minuten, aber ganz ehrlich, das war jetzt sehr viel Input, sehr viel zu tun. Oh, der Preis der Treue. Oh, ja, geil. Es geht ja jetzt erst richtig los, Alter. Vasallenlimit increased by one. Oh ja, geil. Es gibt ein Vasallenlimit, das wusste ich aber auch nicht. Okay, es gibt ein Vasallenlimit. Spannend. Ja gut, wisst ihr was? Wir speichern das Ganze mal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und ab jetzt geht's mit dem Königreich Lupinia weiter. Ach Mensch, das freut mich. Da bin ich jetzt gerade richtig froh drum. Das ist einfach schön. Das ist ein schönes Gefühl. Jetzt wieder so in der zweiten Staffel. Es ging dieses Mal doch deutlich schneller. Einfach deswegen, weil wir mit dieser Banditenmechanik rumgespielt haben. Aber einfach schön. Gerade so. Das ist ein ganz kleines Königreich jetzt hier, aber damit können wir auf jeden Fall was anfangen. Wir sehen uns auf jeden Fall dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Servus und ciao.